Mein Name ist Ulrike Lilge, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin lange dabei und kandidiere natürlich jetzt auch hier im Wahlkampf in Steglitz-Zehlendorf. Und ich habe die Stadt erlebt. Ich will nicht sagen jetzt wie lange, aber es ist, die Stadt war eben in ihrer Geschichte etwas anderes. Das ist ganz richtig und das hat auch richtig mit dem Menschenbild etwas zu tun. Weil Städte sind der Ausdruck der Arbeit, der Forschung, der Beiträge, der kulturellen Leistungen der Menschen, die in ihr wohnen. Und sie ist eben auch durchaus immer ein Ausdruck der schöpferischen, der kreativen Beiträge. Und ob sie da den Städtebau nehmen oder die Museen nehmen oder viele andere Dinge. Es lebt, steht und fällt und lebt eben mit dem Konzept, den Menschen von ihrem Leben haben. Ich finde die Diskussion äußerst interessant, die bisher geführt worden ist. Also zum Beispiel die Frage, wer ist der höchste Richter? Das Herz, hochinteressant. Und ich will nachher kurz auch auf Schiller kommen, wie er das benutzt und genau diesen Punkt da eben anzusprechen. Ich will aber auch eingehen auf das letzte Radiointerview, den Podcast von Helga Zeppler-Rusch von vor, ich glaube, 3 Tagen. Man kann sich das auf der Büso-Seite ansehen, weil es geht da wirklich um grundlegende axiomatische Fragen. Und ich will das nochmal darstellen und will aber auch den viel zitierten Schiller zu Hilfe holen, um nochmal diese Fragestellung anders zu beantworten. Eins ist klar, das ist oft angesprochen worden, wir stehen hier vor einem Scherbenhaufen dieses Systems. Und die Schlagzeilen, die Berlin gemacht hat in der Vergangenheit, in den letzten Tagen und Wochen, beweisen das. Also Berlin brennt, Berlin ist arm, Berlin ist gefährlich, die drittgefährlichste Stadt Deutschlands. Geld ist sowieso nicht da und man kann das sehen auf unserer Webseite, den Bericht von Oberschöneweide, wohin das eben geführt hat. Flughäfen werden einer nach dem anderen dicht gemacht, da finden jetzt Modemessen statt. In Brandenburg gibt es die ehemalige Fertigungshalle des Zeppelin, das ist jetzt eine tropische Insel. Naja, und wenn man sich die Schulen ansieht, genau das gleiche Desaster, Brandbriefe von Lehrern und Schülern an der Tagesordnung, Gewaltbereitschaft von 8-jährigen Kindern an der Tagesordnung, geregelter Unterricht kaum mehr möglich. Wo führt das hin? Das führt zum Beispiel dann zu so einer Situation, dass eben 7,5 Millionen Erwachsene nicht mehr lesen und schreiben können. Das sind 14% der Beschäftigten in Deutschland. Aber wie gesagt, es war nicht immer so und der Blick zurück ist immer nützlich, den mal zu werfen auf eine Zeit, wo es eben um andere Ideen ging. Also insbesondere sagen wir mal die Zeit ab 1830, 40. Da war nämlich Berlin Hauptstadt von Wissenschaft, Kultur und Forschung und Erfindung. Und da hat eben Arbeit und Wissen den Menschen ausgezeichnet und geedelt und nicht Geld und Konsum den Menschen verdorben. Und das damalige vorherrschende Selbstverständnis und Menschenbild leitete sich unter anderem eben auch von Nikolaus von Kues ab, der eben dargestellt hat, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist mit seinen kreativen Fähigkeiten und der Mensch eben als der Reichtum der Gesellschaft gilt und dass eben die Herrschaft über die Natur als Vorteil galt und als Voraussetzung einer blühenden Gesellschaft. Und diese Entwicklung, wenn wir eben zurückschauen, war eben die Anstrengung vieler Generationen unter Führung großer Denker und Wissenschaftler, die Absicht hatten, die Gesellschaft von Rückständigkeit und Feudalismus zu befreien und den Menschen durch immer weiteren höheren technischen Fortschritt auch höhere Freiheitsgrade zu ermöglichen.
Und die beiden Giganten dieser Entwicklung ist sicherlich einmal Gottfried Wilhelm Leibniz, aber auch die Brüder Humboldt. Und vor allen Dingen Leibniz, der, das ging auch parallel mit der Entwicklung in Frankreich unter dem Finanzminister Colbert, dessen großer Ansatz war eben die Einrichtung von Wissenschaftsakademien, die Bevölkerung wissenschaftlich zu bilden und ihnen ein Verständnis über die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu vermitteln. Und genau das hat nämlich Alexander von Humboldt getan in seinen berühmten Kosmos-Vorlesungen, die er an der Singakademie unter den Linden hielt. Und er hat damit die Bevölkerung an seinen Naturentdeckungen teilhaben lassen. Und in seinem Kosmos, den er als Entwurf einer physischen Weltbeschreibung bezeichnet, in seinen einleitenden Betrachtungen beschreibt er sein Anliegen eben folgendermaßen: Der Mensch kann auf die Natur nicht einwirken, sich keine ihrer Kräfte aneignen, wenn er nicht die Naturgesetze nach Maß- und Zahlverhältnissen kennt. Auch hier liegt die Macht in der volkstümlichen Intelligenz. Sie steigt und sinkt mit dieser. Wissen und Erkennen sind die Freude und die Berechtigung der Menschheit. Sie sind Teile des Nationalreichtums, oft ein Ersatz für die Güter, welche die Natur in allzu kärglichem Maß ausgeteilt hat. Diejenigen Völker, welche an der allgemeinen industriellen Tätigkeit, in Anwendung der Mechanik und technischen Chemie, in sorgfältiger Auswahl und Bearbeitung natürlicher Stoffe zurückstehen, bei denen die Achtung einer solchen Tätigkeit nicht alle Klassen durchdringt, werden unausbleiblich von ihrem Wohlstand herabsinken. Und das ist genau das, was wir eben jetzt erleben. Es war also ein weltweites, umfassendes Netzwerk, was sich gebildet hat, aller großen Wissenschaftler, Denker und Dichter und auch einiger Politiker. Das war wirklich eine Elite, die da entstand, zu der damals in Preußen, ich will nur ein Beispiel nennen, zum Beispiel diejenigen gehört haben, die sich in einem Verein wiederfanden, der hieß Verein zur Beförderung des Gewerbfleißes in Preußen, 1821 gegründet, und zwar von Christian Beuth, der die preußische Gewerbebildung eben leitete, eng mit Schinkel unter anderem befreundet war und der technischen Deputation der königlichen Regierung vorstand. Das könnte man ja heute als Ministerium für Technik, Wissenschaft, Forschung und so weiter bezeichnen. In diesem Verein, es war am Anfang, glaube ich, 130, 40 Leute, da kamen dann Namen vor, wie natürlich die beiden Humboldts, Freiherr vom Stein, Gneisenau, Schinkel, Christian Kundt, der berühmte Lehrer der Humboldts, Rauch, Schadow, Krupp, Borsig und andere. Und bei der Gründungsrede, in seiner Gründungsrede, sagt der Christian Beuth, dass eben der Gewerbfleiß die Grundlage des Reichtums einer Nation sei. Und dann sagt er, da wahrer Gewerbfleiß nicht ohne Tugend denkbar ist, so ist er auch die Grundlage der nationalen Kraft überhaupt. Ich will noch einige andere Namen nennen, nur um das nochmal so ein bisschen aufzufrischen. 1821 in Berlin. Also da ist unbedingt zu nennen der August Borsig, auch enger Freund von Alexander von Humboldt. Und mit Borsig wurde ja Berlin dann das Zentrum von Maschinen- und Eisenbahnbau. Oder zum Beispiel Werner von Siemens, der zusammen mit Johann Georg Halske die Nachrichtenübermittlung und die Stromversorgung schuf und revolutionierte und eben damit nicht nur die für uns heute selbstverständliche Stromversorgung in den Haushalten ermöglichte, sondern ganz lapidare Dinge, die Beleuchtung der Straßen oder auch die Wasserversorgung bis in die Haushalte der Menschen, wodurch sich dann entscheidend eben die hygienischen Verhältnisse verbesserten. Und jetzt werfen wir den Blick wieder in die Gegenwart. Was ist heute? Heute aufgrund des grünen Zeitgeists wird der Wasserverbrauch zurückgefahren. Mit welcher Konsequenz? Enorme Schwierigkeiten im Rohrleitungssystem tauchen auf und die Wasserqualität wird schlechter. Die Stromversorgung wird durch die Schließung von Kernkraftwerken und am liebsten gleich auch noch Kohlekraftwerken
unsicher und vor allen Dingen immer teurer. Das führt dann eben zu solchen Absurditäten, dass wir im Prinzip jetzt schon keine Glühbirnen mehr kaufen können. Wie gesagt, ich wollte kurz eingehen auf Helgas letztes Podcast-Interview, weil da wurde sie nämlich von Stefan gefragt, sehen die Leute das denn nicht, was hier läuft? Warum verhalten die sich so, wie sie sich eben verhalten? Warum lassen sie das alles zu? Und wie kann man diese Einstellung verändern? Und sie sagt, das ist ein moralisches, emotional-intellektuelles Problem und eine Frage des Muts. Und sie stellt dann eben die folgenden Fragen. Können wir es moralisch verantworten und zusehen, einen Kontinent wie Afrika untergehen zu lassen? Haben wir noch das Empfindungsvermögen, sich in das Leiden großer Teile der Bevölkerung hineinzuversetzen und die moralische Stärke zu sagen, es muss eine Alternative geben zu diesem bankrotten System? Haben wir die intellektuelle Stärke, bei uns selbst die Dinge noch einmal zu überdenken und zu erforschen und die eigene Einstellung zu ändern? Und das, was wir so oft an unseren Infotischen erleben, dass die Leute eben die Dringlichkeit der Lage einfach nicht an sich herankommen lassen, das bezeichnet sie als eine ganz eindeutige moralische Schwäche. Haben wir also heute den Mut, uns dem großen Augenblick zu stellen, wie Schiller ihn bezeichnet hat, nämlich heute dem Zusammenbruch der Ordnung der freien Marktwirtschaft und Globalisierung? Denn damals wie heute existiert der große historische Augenblick und es liegt an uns, ob wir uns als Staatsbürger dieser Verantwortung stellen oder eben heute wieder die subjektive moralische Möglichkeit für die dringende Veränderung fehlt. Also das ist alles auch das, was Helga in ihrem Interview ausführt. Wir müssen unsere eigene innere Bestimmung, unsere Selbstbestimmung ausbilden, denn nur dann hat man die innere Stärke, mit der Situation fertig zu werden. Wie aber kann man das verstehen? In seiner Jena Antrittsrede über das Studium der Universalgeschichte greift Schiller diesen Konflikt auf. Die vielen Brotgelehrten, wie er sie bezeichnet, so wie sie uns eben an den Infotischen da begegnen, die eine Sklavenseele mit sich herumtragen, die nicht die Wahrheit lieben wie der philosophische Kopf, sondern Anerkennung, Posten, Geld. Schiller sagt, in ewigem Geistesstillstand hütet der Brotgelehrte das Unfruchtbare einerlei seiner Schulbegriffe. Zu allem, was der Brotgelehrte unternimmt, muss er Reiz und Aufmunterung von außen borgen. Dies sind also die Vertreter des unempfindlichen Geschlechts, ohne moralische Verantwortung für das Schicksal der Welt. Verwilderung und Erschlaffung zeichnet sie aus, was Schiller als die zwei Äußersten des menschlichen Verfalls bezeichnet. Und Schiller beschreibt, woher diese moralische Unempfänglichkeit kommt. Zum Beispiel, es sind Menschen, die ihr Urteil der despotischen Meinung der Gesellschaft beugen. Oder mitten im Schoß der raffiniertesten Geselligkeit hat der Egoismus sein System gegründet. Dann, unseren Willen beugen wir den Verführungen. Wie aus einer brennenden Stadt sucht jeder nur sein elendes Eigentum aus der Verwüstung zu flüchten. Die Kultur, weit entfernt uns in Freiheit zu setzen, entwickelt mit jeder Kraft, die sie in uns ausbildet, nur ein neues Bedürfnis. So sieht man den Geist zwischen Verkehrtheit und Rohigkeit, zwischen Unnatur und bloßer Natur, zwischen Aberglauben und moralischem Unglauben schwanken. Und es ist bloß das Gleichgewicht des Schlimmen, was ihm zuweilen noch Grenzen setzt. Wollen wir diesen eigenen barbarischen Zustand überwinden und über den kleinen eigenen, den manipulierbaren Dingen der Gesellschaft stehen, so erfordert es Mut. Und Schiller sagt den berühmten Satz, erkühne dich, weise zu sein. Energie des Willens gehört dazu, sagt er, aber auch mehr Freiheit des Herzens. Das heißt, Öffnung des Herzens. Und Schiller fordert dann die Ausbildung des Empfindungsvermögens. Denn die verbesserte verstandesmäßige Einsicht für das Leben
hängt vom besseren Charakter des Menschen ab und geht von seinem Charakter aus. Hierzu dient Schiller die Dichtung und insbesondere die Poesie. Zitat: Die Poesie soll ihren Weg nicht durch die kalte Region des Gedächtnisses nehmen, soll nie die Gelehrsamkeit zu ihrer Auslegerin, nie den Eigennutz zu ihrem Fürsprecher machen. Sie soll das Herz treffen, weil sie aus dem Herzen floss, und nicht auf den Staatsbürger in dem Menschen, sondern auf den Menschen in dem Staatsbürger zielen. Unser Selbstverständnis, unsere innere Stärke können wir nicht im Hier und Jetzt finden, das von außen bestimmt wird, sondern indem wir uns als Individuum, aber auch als Teil der menschlichen Gattung verstehen. Diese Identität wiederzuerlangen, sieht Schiller im Studium der Universalgeschichte. Das war seine erste Antrittsrede als Geschichtsprofessor in Jena. Und da heißt es: Indem sie den Menschen gewöhnt, sich mit der ganzen Vergangenheit zusammenzufassen und mit seinen Schlüssen in die ferne Zukunft vorauszueilen, so verbirgt sie die Grenzen von Geburt und Tod, die das Leben des Menschen so eng und so drückend umschließen. So breitet sie optisch täuschend sein kurzes Dasein in einen unendlichen Raum aus und führt das Individuum unvermerkt in die Gattung hinüber. Zum Schluss sagt Helga dann auch: Wir müssen einen Beitrag für die nächsten Generationen leisten und jeder kann dazu beitragen und unsere Identität lokalisieren, die über unsere eigene Existenz hinausgeht. Und dabei steht die menschliche Kreativität im Mittelpunkt. Denn der Mensch ist die einzig kreative Gattung, die ihre eigene Existenz willentlich verbessern kann. Und auch wenn das Zitat heute schon mal gefallen ist, zumindest in Auszügen, möchte ich es gerne wiederholen, weil es ist so schön. Wie nämlich Schiller diesen ersten Vortrag abschließt. Da sagt er: Unser menschliches Jahrhundert herbeizuführen, haben sich, ohne es zu wissen oder zu erzielen, alle vorhergehenden Zeitalter angeschränkt. Unser sind alle Schätze, welche Fleiß und Genie, Vernunft und Erfahrung im langen Alter der Welt endlich heimgebracht haben. Aus der Geschichte erst werden sie lernen, einen Wert auf die Güter zu legen, deren Gewohnheit und unangefochtener Besitz so gern unsere Dankbarkeit rauben. Kostbare Güter, teure Güter, an denen das Blut der Besten und Edelsten klebt, die durch die schwere Arbeit so vieler Generationen haben errungen werden müssen. Und welcher unter ihnen, bei dem sich ein heller Geist mit einem empfindenden Herzen gattet, könnte dieser hohen Verpflichtung eingedenk sein, ohne dass sich ein stiller Wunsch in ihm regte, an das kommende Geschlecht die Schuld zu errichten, die er dem Vergangenen nicht mehr abtragen kann? Ein edles Verlangen muss in uns entglühen zu dem reichen Vermächtnis von Wahrheit, Sittlichkeit und Freiheit, das wir von der Vorwelt überkamen und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben müssen, auch aus unseren Mitteln einen Beitrag zu legen und an dieser unvergänglichen Kette, die durch alle Menschengeschlechter sich windet, unser fliehendes Dasein zu befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung sei, die in der bürgerlichen Gesellschaft sie erwartet, etwas dazu steuern können sie alle. Jedem Verdienst ist eine Bahn zur Unsterblichkeit aufgetan, zu der wahren Unsterblichkeit meine ich, wo die Tat lebt und weitereilt, auch wenn der Name ihres Urhebers hinter ihr zurückbleiben sollte. Soweit Schiller und soweit meine Ausführungen.